1-0 für Tina und Paula. Die Umkleidekabine des JGS Düdinghausen platzte fast aus allen Nähten. Manne Bando, der Vorsitzende des Sportvereins und Trainer der F-Jugend, hatte zur Turnierbesprechung geladen. Meine lieben Sportsfreunde, liebe Kinder, liebe Eltern, begrüßte er die Anwesenden. Unsere Chancen, dieses Turnier zu gewinnen, stehen wirklich gut. Wir sind gut aufgestellt und haben hart trainiert. Selbstzufrieden strich er sich mit Daumen und Zeigefinger über den dunklen Oberlippenbart. Die Stimmung in der engen Kabine war angespannt. Die anstehende Entscheidung hing über den Köpfen der Kinder und Eltern wie ein zu prall aufgeblasener Luftballon, der jeden Moment mit einem lauten Knall zu platzen drohte. Trainer Manne war eng von einigen Vätern umringt. Jeder wollte erfahren, ob und auf welcher Position sein Sohn heute spielen würde. Auch der Papa der zwei Zwillingsmädchen, Tina und Paula, schlenderte zum Trainer hinüber. Er hatte seine Hände tief in die Hosentaschen vergraben, wirkte angespannt. »Alles im grünen Bereich?«, fragte er in die Runde. Trainer Manne hob den Kopf. »Muss ja«, knurrte er. Die anderen Väter nickten zustimmend. »Und schon einen Plan für heute?«, fragte der Papa der Zwillinge hoffnungsvoll. Trainer Manne glotzte ihn an und entschied sich für seine Lieblingsantwort. »Das Feld von hinten aufrollen und den Ball und Gegner laufen lassen.« Er ließ ein meckerndes Lachen hören. Einige der Väter stimmten in sein Lachen ein. Ein paar andere schütteten sich fast vor Vergnügen aus. Doch dann wurde Trainer Manne plötzlich ernst und verkündete mit feierlicher Stimme: »Und jetzt zur Aufstellung. In der Abwehr spielen links außen Tobi, auf der rechten Position der Jan-Henrik. Davor stehen...« Tina presste die Hände vor Aufregung so doll zusammen, dass ihre Knöchel ganz weiß wurden, während Paula sich kaum noch zu atmen traute. »Hoffentlich sind wir diesmal dabei. Hoffentlich lässt der Trainer uns heute spielen«, schwirrte es durch ihre Köpfe. Doch als schließlich der letzte Name gefallen war, wussten die Zwillinge, dass sie mal wieder nicht spielen durften. Noch nicht einmal als Auswechselspieler hatte Trainer Manne sie aufgestellt. Alles war wie immer. »Manne«, beschwerte sich der Zwillingspapa mit tomatenrotem Gesicht, »das ist echt nicht okay. Warum dürfen meine Mädchen nicht spielen? Paula ist super im Tor, das weißt du doch genau. Und Tina ist absolut klasse im Sturm.« Trainer Manne strich sich betont langsam einen unsichtbaren Fussel vom Ärmel seines blaugrünen Trainingsanzugs. Den trug er ständig. Egal, ob er zum Fußball ging, zu einer Versammlung oder zum Einkaufen. Einige Kinder behaupteten, er hätte gar keine anderen Kleidungsstücke. Trainer Manne war eben mit Leib und Seele vorsitzender Trainer des JGS Düdinghausen. Und Trainer Manne war der Meinung, dass Mädchen auf dem Fußballplatz überhaupt nichts verloren hatten. »Die sollen lieber mit Puppen spielen und das Grün den Jungs überlassen, die davon etwas verstehen«, hatte er schon unzählige Male gesagt. Auch diesmal ließ er sich nicht erweichen, egal wie der Papa der Zwillinge auf ihn einredete. Dass die beiden Mädchen traurig auf der Bank hockten und Paula sogar vor Enttäuschung eine dicke Träne über die Wange lief, bestätigte ihn nur in seiner Entscheidung. »Mädchen heulen, Jungen kämpfen. Und auf einem Fußballplatz wird nicht geheult, sondern gekämpft«, meinte er abschließend und verließ mit energisch vorgestrecktem Kinn die Umkleidekabine. »Unglaublich. Einfach unfassbar«, regte sich Justine auf, als Yoshi ihr kurze Zeit später von Tina und Paulas Problem erzählte. »Und was sagen die anderen dazu?«, wollte sie erfahren. »Die Jungs in der Mannschaft und deren Eltern?« Yoshi runzelte besorgt die getigerte Stirn. »Naja, gegen den Trainer traut sich keiner so richtig was zu unternehmen. Schließlich hat er das Sagen. Auch wenn die meisten der Jungs und der Eltern ganz und gar nicht seiner Meinung sind«, wusste Yoshi zu berichten. »Na, warte«, rief Justine. »Trainer Manne soll uns Mädels mal richtig kennenlernen.« Und schwupp war sie schon unterwegs. Die fußballbegeisterten Zwillinge Tina und Paula waren gerade dabei, ihre Sporttaschen wieder einzupacken. Tina schniefte leise vor sich hin. Paula sprach laut aus, was ihr durch den Kopf schwirrte. »Jetzt reicht es. Ich will nicht mehr.
Beim Training beachtet er uns kaum und bei einem Spiel dürfen wir schon noch nicht einmal auf der Reservebank sitzen, schimpfte sie. Frechheit, flötete es da plötzlich neben den Zwillingen. Eine echte Unverschämtheit. Wer? Wo? Stammelten die Mädchen. Entschuldigung, lispelte Justine. Vor lauter Ärger habe ich ganz vergessen, mich vorzustellen. Ich bin Justine. Sie machte eine tiefe Verbeugung vor den beiden. Und ich bin hier, um euch zu eurem Recht zu verhelfen. Wozu? Rief Paula. Tina sagte gar nichts. Sie staunte nur. Das ist euer Recht, antwortete Justine und reichte der staunenden Tina die weiße Schriftrolle. Zaghaft entrollte Tina das Papier, warf einen kurzen Blick darauf und sah Justine dann fragend an. Die nickte ihr aufmunternd zu und sagte, lies bitte vor. Und Tina las. Das sind Kinderrechte. Artikel 2. Alle Kinder sind gleich. Kein Kind darf benachteiligt werden. Es ist ganz egal, ob sie Jungen oder Mädchen sind, egal aus welchem Land sie stammen, zu welcher Religion sie gehören, welche Hautfarbe sie haben, welche Sprache sie sprechen. Es ist völlig egal, ob sie behindert oder gesund sind, egal was ihre Eltern tun, ob sie arm oder reich sind. Alle Kinder dieser Erde sind gleich und haben die gleichen Rechte. Und keines von ihnen darf aufgrund seines Geschlechts, seiner Herkunft, seiner Hautfarbe oder aus irgendwelchen anderen Gründen benachteiligt werden. So steht es in der Kinderrechtskonvention und gilt für alle Länder, die diesem Vertrag zugestimmt haben. Wenn also ein Mädchen aufgrund seines Geschlechts zum Beispiel nicht Fußball spielen darf, dann ist das Diskriminierung, also Benachteiligung und verboten. Puh, entfuhr es Tina. Oh, murmelte Paula. Der olle Trainer darf euch nicht vom Fußballspiel ausgrenzen, nur weil ihr Mädchen seid, rief Justine aufgeregt. Was wohl auch daran liegen mochte, dass sie ja selbst ein Mädchen war. Doch als die Zwillinge noch immer nichts taten, außer mit radieschengroßen Augen zu staunen, da stampfte Justine so heftig mit dem Fuß auf den Boden, dass der Linoleumboden der Umkleidekabine ein kleines bisschen bebte. Ich kenne da ein tolles Wort. Das wirkt immer. Sollen wir es einmal miteinander üben? Fragte Justine die Mädchen. Die Zwillinge nickten. Dann rief Justine bei drei. Eins, zwei, drei, stopp! Und die Mädchen stimmten lauthals mit ein. Prima. Das klappt ja wirklich schon ausgezeichnet. Dann winkte sie den beiden zu und rief, bis später. Und schon war Justine wieder verschwunden. Der JGS Düdinghausen lag haushoch zurück. Damit drohte nun auch das zweite Spiel dieses Turniers ein Reinfall zu werden. Trainer Mannes Gesicht hatte sich klatschmohnrot mit violetten Sprenkeln verfärbt. Er japste nach Luft und sprang dabei am Spielfeldrand wie Rumpelstilzchen höchstpersönlich herum. Er gröhlte und röhrte, er stampfte und fuchtelte. Er donnerte und wetterte. Schließlich pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab. Der JGS Düdinghausen hatte 0-9 verloren. Die Jungs schlichen mit hängenden Köpfen vom Spielfeld zurück in die Kabine. Trainer Manne stampfte wütend hinter ihnen her. Gerade wollte er zum Rundumschlag ausholen, da meldete sich Paula zu Wort. Trainer, das geht so nicht, rief sie mit schlotternden Knien. Doch der beachtete sie überhaupt nicht. Deshalb kam ihr Tina zu Hilfe. Paula hat recht. Doch auch Tina würdigte Trainer Manne nicht eines Blickes. Ganz im Gegenteil. Er fiel ihr einfach grob ins Wort. Was ist denn los mit euch? Schnauzte er seine Jungs an. Ich weiß auch nicht, murmelte Yannick, der Torhüter des JGS Düdinghausen. Der Ball ist wie verhext. Einmal ist er mir sogar einfach wieder aus den Händen gehüpft, obwohl ich ihn festgehalten habe. Yannick sah ziemlich verzweifelt aus. Wirklich, stimmte ihm Malte zu. Das ist echt komisch. Ich habe ganz genau gezielt und trotzdem immer daneben geschossen. Auch er wirkte ratlos. Euch fehlt eine ordentliche Portion Mädchenpower, trällerte da plötzlich Justine.
Sie stellte sich zwischen Tina und Paula und legte ihnen ihre Arme um die Schultern. Die Jungen staunten Bauklötze. Nur Trainer Manne reagierte nicht. »Der kann mich nicht sehen«, erklärte Justine den Jungen. »Und hören auch nicht«, fügte Tina wissend hinzu. »Ich brauche dringend frische Luft«, ächzte da plötzlich Trainer Manne und stürmte aus der Kabine. Justine zwinkerte den Mädchen verschwörerisch zu und sagte, »Jetzt seid ihr dran.« Und dann erzählten Tina und Paula den Jungs von den Kinderrechten und was sie sonst noch alles von Justine erfahren und gelernt hatten. Zum Beispiel ganz laut Stopp zu rufen, wenn man ungerecht behandelt wird, sagte Tina. Und Paula fügte hinzu, und dass man nicht zu schnell aufgeben darf. Die Jungs waren einen Moment lang mucksmäuschenstill und sehr, sehr nachdenklich. Dann meinte Torben, der Stürmer, ich finde es sowieso voll doof, dass Tina und Paula kein Spiel mitmachen dürfen. Die anderen nickten und Freddy mit den karottenroten Stoppelhaaren meinte, dabei ist Paula echt spitze im Tor. Stimmt, rief Yannick, und ich spiele viel lieber in der Abwehr. Und Tina ist einfach eine klasse Stürmerin, fand Nico und pfiff anerkennend durch seine Zahnlücke. Außerdem ist es doch völlig egal, ob nun Mädchen oder Junge. Alle sind doch gleich gut, meinte Jurek. Und das sahen die anderen Jungs genauso. Kurze Zeit später redete Trainer Manne mit Händen und Füßen auf seine F-Jugend ein. Versuchte sie zu überreden, die Kabine zu verlassen, weil in 10 Minuten das nächste, das alles entscheidende Spiel beginnen sollte. Doch die ließen sich nicht beirren. Sie hatten Tina und Paula in ihre Mitte genommen und streckten allesamt trotzig das Kinn hervor. Nur wenn Tina und Paula spielen dürfen, sagte Yannick mit fester Stimme. Kommt gar nicht, Trainer Manne kam nicht weiter. Die Jungs begannen wie auf ein gemeinsames Kommando hin bis 3 zu zählen und riefen dann so laut, dass Trainer Mannes Ohren vibrierten. Stopp! Das ist ungerecht. Alle sind gleich und haben die gleichen Rechte, egal ob Jungen oder Mädchen. Trainer Manne schaute grimmig in die entschlossenen Gesichter seiner F-Jugend. Dann zuckte er gleichgültig mit den Schultern und meinte mit Donnerstimme, »So ein Jammer. Dann müsst ihr euch wohl einen anderen Trainer suchen.« In der Umkleidekabine war es plötzlich mucksmäuschenstill. Alle starrten erschrocken Trainer Manne an. Damit hatten sie nicht gerechnet. Schließlich sagte Tina leise, »Das wollen wir natürlich nicht. Dann gehen wir lieber freiwillig.« Die beiden Mädchen nahmen ihre Sporttasche und wollten zur Tür hinaus. Und das hätten sie ganz bestimmt auch gemacht, wenn da nicht plötzlich eine winzig kleine Justine schwupp plötzlich auf Trainer Mannes dunkler Lockenpracht gehockt und ihn an eine Zeit erinnert hätte, die schon lange zurücklag. Der kleine Manfred durfte mal wieder nur zugucken. Dabei spielte er doch so gerne mit seiner großen Schwester Gabi und ihrer Freundin Suse mit den Puppen. Aber sein Papa erlaubte das nicht. Jungs spielen nicht mit Puppen. Jungs spielen Fußball oder mit Autos, bestimmte er und ließ sich auch nicht von Manfreds dicken Tränen erweichen, die ihm über die roten Pustebäckchen kullerten. Kommt gar nicht in Frage und wehe dir, wenn ich dich dabei erwische. Oh je, der kleine Manne war wirklich sehr, sehr traurig darüber. Und schwupp war seine Lockenpracht wieder Justine frei. Der große Manne hingegen strich sich mit gespreizten Fingern durch die Haare, räusperte sich geräuschvoll und rief Tina und Paula, gerade als sie die Tür hinter sich schließen wollten, hinterher, »Halt! Bleibt hier, Mädchen!« »Das ist natürlich totaler Unsinn. Ich weiß auch nicht, wie ich das nur vergessen konnte.« Dann schüttelte er den Kopf, fuhr sich noch einmal mit beiden Händen übers Gesicht und die Haare und sagte, »In 5 Minuten sehe ich euch auf dem Spielfeld, Mädels.« Paula ins Tor, Yannick dafür in die linke Abwehr und Tina verstärkt auf der rechten Seite unseren Sturm. Micha und Jannis, zunächst auf die Bank, ihr bekommt später noch eure Chance. Alles klar, Mannschaft? Alles klar, Trainer, riefen die Jungs und Mädchen des JGS Düdinghausen strahlend. Und Justine fand, dass es nun endlich an der Zeit war, ihren Katerfreund Yoshi zu holen. Schließlich stand es schon 1-0 für Tina und Paula.